Hier zeige ich, wie man die Funktion Zufallsauswahl nutzt. Zuerst muss ich eine Seite erstellen, auf der alle Aussagen drauf sind, die ich später für die Zufallsauswahl möchte. Dazu gehe ich in die Toolbox und sage Seite anlegen. Ich hätte gerne eine Seite mit unterschiedlichen Tiernamen. Deswegen nenne ich die Seite Tiere. 60 Felder lasse ich so. Ich sage OK. Und jetzt beginne ich hier die einzelnen Felder zu belegen. Ich schreibe einfach hier die Tiernamen rein. Und OK. Dann belege ich das nächste Feld. Okay, nächstes Feld, Text oder Befehl eingeben, okay, nächstes Feld, Text oder Befehl eingeben. So könnte ich das noch weitermachen. Mir reichen diese vier Tiere, ich sage okay. Jetzt gibt es eine Seite mit den Tiernamen, die ich gerne jetzt zufällig auswählen möchte. Ich brauche jetzt irgendwo einen Platz, wo ich diese Funktion hinterlege. Ich möchte diese Funktion gerne hier haben und ich lösche dieses Feld. Das heißt, ich gehe hier einmal auf die Toolbox und sage Setup-Taste. Jetzt wähle ich dieses Feld aus. Das brauche ich nicht. Ich sage Feld löschen. Dafür gehe ich jetzt hier zu Bild ändern und mache ein Bild rein, das dazu passt, nämlich Tiere. Jetzt gehe ich zu 2 und lösche Tiere raus, denn hier brauche ich den Befehl. Dazu gehe ich hier zu Funktion einfügen. Ich gehe auf weitere, weitere und wähle hier Zufallsauswahl. Jetzt möchte das wissen, welche Seite ich denn da gerne hätte und da brauche ich die Seite mit den Tieren. Und ich sage wieder OK. Jetzt schreibe ich hier noch Tiere hin und mache das Feld blau, da es ein Funktionsfeld ist. Okay. Wenn ich jetzt hier hin drücke, wird zufällig ein Tier ausgewählt. Das heißt, diese Taste kann ich verwenden, um zum Beispiel zu sagen, als welches Tier soll ich kommen. Ich könnte aber auch eine Seite gestalten mit Farben, um zufällig eine Farbe auszuwählen für ein Spiel. Oder ich könnte eine Seite machen mit Personen, um zufällig jemanden auszuwählen, der irgendeine Aufgabe erledigen kann.